ihr Lieben. Ja, heute soll es mal um diese Dinger gehen. Und zwar sind das Mini-Sklera-Linsen. Beziehungsweise in diesem Video soll es halt generell um Mini-Sklera-Linsen und Sklera-Linsen gehen. Ja, erstmal vorneweg als Erklärung, was sind überhaupt Mini-Sklera-Linsen beziehungsweise Sklera-Linsen. Ja, der Begriff beschreibt im Prinzip Kontaktlinsen, die überdurchschnittlich groß sind, kann man sagen. Also die überdurchschnittlich viel von eurem Auge bedecken. Und bei Mini-Sklera-Linsen ist es so, dass sie dann noch nicht das komplette Auge bedecken, also dass noch ein bisschen was vom Augenweiß frei bleibt. Meistens sind die so um die 17 mm im Durchmesser. Und die Sklera-Linsen bedecken im Prinzip das komplette Auge. So kriegt man dann eben so coole Looks zustande, wie man das eben auch manchmal sieht, dass das komplette Auge schwarz ist. Was halt schon richtig cool aussehen kann. Und gerade für Halloween oder so oder auch für Kostüme sind diese Linsen halt wirklich voll genial. Also ich finde, sie sehen echt richtig cool aus. Es gibt so viele verschiedene Designs. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Goblin-Design. Und man sollte bei diesen Linsen, besonders bei diesen Linsen, natürlich generell bei Kontaktlinsen, aber besonders bei solchen Linsen, sollte man ein paar Sachen beachten, weil das natürlich nicht ganz ungefährlich ist, wenn man sich so viel von seinem Auge bedeckt. Deswegen auch erstmal vorweg, also ihr solltet euch immer bewusst sein, wenn ihr solche Linsen verwendet, dass das eurem Auge jetzt nicht unbedingt so gut gefällt. Also viele Leute kriegen so leichte Irritationen am Anfang beim Einsetzen vom Auge eben, dass es leicht tränt und manchmal auch ein bisschen rot wird. Und was man auch wirklich sagen muss, ist, dass man sehr, sehr doll aufpassen sollte, wenn man solche Linsen trägt. Also wenn einem das Auge irgendwie mitteilt, dass es nicht gut ist und dass man irgendwie Schmerzen hat oder so, dann sollte man sich die Linsen sofort wieder rausnehmen, weil es ist halt wirklich so, man kann sich damit schon ganz schön krass die Augen kaputt machen. Also es gibt da so ein paar sehr gruselige Videos auf YouTube von Leuten, die halt, ja, sich wirklich mit solchen Linsen die Augen so ein bisschen kaputt gemacht haben. Woran das liegt, ist natürlich schwer zu sagen, aber es birgt natürlich immer so eine gewisse Gefahr mit sich, wenn man sich einfach so einen Fremdkörper aufs Auge setzt. Deswegen hört dann auf jeden Fall auf eurem Körper und seid euch dieser Gefahr einfach bewusst. Und das, was euch natürlich wahrscheinlich am meisten interessiert, ist natürlich das Einsetzen dieser Linsen, was natürlich auch nicht unbedingt sehr einfach ist, da die sehr, sehr groß sind. Also ich muss sagen, ich hatte schon vorher täglich Kontaktlinsen verwendet, eine Zeit lang, also ich glaube 3 Jahre meines Lebens oder so, bis ich mich dann für die Brille entschieden habe, weil mich die Kontaktlinsen einfach genervt haben. Und also ich bin einigermaßen gut damit zurechtgekommen. Und ja, man fängt im Prinzip an, indem man die Linse eben aus der Verpackung entnimmt. Und ich mache das immer so, dass ich die erst nochmal ein bisschen mit dieser Kontaktlinsenlösung sauber spüle. Also die haben ja meistens halt wirklich so einen Verschluss, dass man das so ein bisschen rausspritzen kann, damit ich auch wirklich sicher gehen kann, dass die Linsen perfekt sauber sind und dass da kein Staub drauf ist. Das macht das Ganze nämlich auch nicht unbedingt angenehmer beim Tragen. Und ihr legt sie dann am besten so auf euren Zeigefinger. Es gibt natürlich unterschiedliche Techniken, aber ich kann euch jetzt nur so sagen, wie ich das eben mache. Und dann fangt ihr an, indem ihr erstmal das untere Augenlid runterzieht und euch die Linse dann im Prinzip so auf die freie Fläche des Auges setzt. Und dabei solltet ihr wirklich versuchen, die Augen, also ich mache es halt so, dass ich die Augen versuche, so weit wie möglich aufzureißen, damit ich gerade bei diesen Mini-Sklera-Linsen wirklich so viel vom Auge schon mal bedeckt habe, wie es irgendwie möglich ist. Und dann ist es meistens nochmal nötig, dass man mit einem anderen Finger dann nochmal das obere Lid so ein bisschen hochzieht und da dann im Prinzip den oberen Rand der Linse drunter schiebt. Ja, und dann lasst ihr das untere Lid los und blinzelt auf jeden Fall ganz vorsichtig einmal so ein bisschen. Und dann merkt man auch eigentlich immer schon, ob die Linse jetzt richtig sitzt oder nicht. Also wenn sie nicht richtig drauf sitzt, dann fällt sie euch meistens schon weg. Da müsst ihr natürlich von vorne anfangen, nochmal sauber machen und das Ganze dann nochmal probieren. Und ich kann euch auf jeden Fall garantieren, also vor allen Dingen, wenn ihr nicht regelmäßig Kontaktlinsen tragt, werdet ihr eher ein paar Anläufe brauchen. Also verzweifelt nicht, das ist ganz normal. Irgendwann werdet ihr es auf jeden Fall schaffen, würde ich mal sagen. Natürlich ist es besonders schwierig bei vollen Sklera-Linsen, also bei denen, die wirklich das komplette Auge bedecken. Deswegen ist es vielleicht ratsam, dass man vielleicht erstmal zum Üben mit normalen Linsen oder Mini-Sklera-Linsen anfängt und sich dann sozusagen immer in der Größe so ein bisschen hocharbeitet. Und ja,
Das Rausnehmen ist meiner Meinung nach dafür aber super einfach. Also ihr müsst im Prinzip die Linse einfach nur so ganz vorsichtig zusammendrücken. Wie immer gilt natürlich schön sanft und vorsichtig, damit ihr eure Augen nicht beschädigt. Und dann habt ihr sie im Prinzip auch schon draußen. Also da kann eigentlich nicht wirklich viel schief gehen. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist, wie man diese Linsen pflegt. Also ich habe eben so einen kleinen Behälter und ja, da kommt dann eben diese Lösung rein. Und so werden die dann aufbewahrt. Dabei ist natürlich wichtig, dass sie komplett bedeckt sind mit Wasser, weil sie sonst austrocknen würden sehr, sehr schnell. Und was auch noch wichtig ist, was viele Leute, glaube ich, vergessen oft, ist, dass ja, solche Linsen, also diese hier halten jetzt zum Beispiel ein Jahr. Achtet dabei auf jeden Fall auf die Angabe des Herstellers. Man muss diese Flüssigkeit regelmäßig wechseln. Also hier steht zum Beispiel dabei, dass man es einmal im Monat wechseln soll. Das hängt natürlich auch von eurer, ja, von eurer Kontaktlinsenlösung ab. Und ja, man sollte sich einfach wirklich dran halten, was auf den Verpackungen steht. Einmal im Monat wechseln, damit halt keine Bakterien drin sind und so weiter. Und wie gesagt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dann, wenn ihr sie dann einsetzt, nochmal kurz vorher abzuspülen. Ich finde es auch super praktisch, wenn man sich wirklich solche kleinen Packungen kauft. Das ist ja meistens so, dass diese Kontaktlinsenlösungen in so riesigen Bottichen angeboten werden. Aber es gibt zum Glück auch solche kleinen Packungen. Wenn man halt wirklich nur so Effektlinsen trägt für Halloween oder so oder halt ab und zu, wenn man mal Lust hat, ist es einfach praktischer so. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Das ist einfach mal so ein grober Überblick über dieses Thema. Falls ihr Interesse habt, euch solche Dinger zuzulegen und euch nicht so sicher seid, so Hilfe, Kontaktlinsen, habe ich euch hoffentlich ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos. Und ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!